Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Die Botschaft der Engel am 2. Februar 2019. In diesem Bild können wir klar und deutlich erkennen, wir haben Gegner, jemand versucht uns abzusägen. Wie können wir uns wehren? Natürlich entsteht erstmal Angst oder Zweifel, aber wir sollen unseren Gefühlen im Griff bekommen. Verabschieden von Angst, Zweifel, Schuldgefühl, weil das blockiert uns in unserem Leben. Aber es gibt eine gute Nachricht und das betrifft die liebe Partnerschaft. Eine neue Begegnung oder eine Versöhnung oder schöne Momente. Und worauf wir achten sollen, dass wir die Kindheitserinnerungen, all das, was mit Tränen verbunden sind, davon verabschieden, weil das kann die Urangst sein in uns und diese Situation weckt uns diese Angst wieder auf. Die heutige Engel nach Kabbala heißt Engel Hahayach und hat die Zahl 26. Engel Hahayach ist Engel der Harmonie, also hilft etwas in Ordnung bringen, in Harmonie bringen. Hilft bei Gerichtsverfahren, dass wir Recht bekommen. Hilft ein Prozess zu gewinnen, hilft Gegner aufdecken und wir haben gerade Gegner, führt uns in die Geheimnisse des Universums, hilft uns bestimmten Situationen so akzeptieren, wie das ist und zeigt uns die göttliche Ordnung, gibt uns Kraft, uns zum Behaupten. Engel Hahayach ist zugeordnet zum Planet Saturn. Saturn kann uns natürlich einschränken, aber Saturn belehrt uns auch. Hier entsteht auch die Saturn-Symbol. Bei dieser Situation haben wir auch eine Lernaufgabe. Engel Hahayach ist auch zugeordnet zum Feuerelement. Und Feuerelement ist aktiv und hat Mut, sich zu behaupten und ist zugeordnet zu Tierkreiszeichen Löwe. Auf unserem Selbst achten, stolz zu zeigen, uns zu behaupten. Über ihn herrscht Erzengel Zadkiel. Erzengel Zadkiel ist Engel die göttliche Gerechtigkeit. Die göttliche Gerechtigkeit heißt Ursache und Wirkung. Alles, was wir in Ursache setzen, das kommt immer auf uns wieder zurück. Wenn nicht in diesem Leben, dann ist im nächsten Leben, weil die Seele muss das ausgleichen. Gehört auch zum Karma. Engel Zadkiel ist auch Engel die Freiheit, Barmherzigkeit und dieser Erzengel ist für die Erinnerungen da. Hütet den siebten Strahl des Lichtes, die violetten Flamme und das zeigt die Wandlung, die Veränderung. Und das war meine heutige Engelbotschaft. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo und damit möchte ich euch informieren. Ich habe ein Video gemacht über die Geheimnisse deines Lebens. In diesem Video erkläre ich, was war in früheren Leben, was ist Karma überhaupt, was passiert nach dem Tod, was ist das Sinn des Lebens, was bedeutet eine Seelenreise
Und wann beginnt das Leben überhaupt? Also volle Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, aber es besteht die Möglichkeit, diese Video zu bekommen. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link zu diesem Aufnahmen. Diese Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.